Das Kind im Fluss, Teil 1 der Geschichte von Mose. Die Nachkommen von Abraham, Isaak, Jakob und seinen Söhnen lebten seit einigen Jahren in Ägypten. Sie wurden Israeliten genannt. Josef, der ein angesehener Mann in Ägypten gewesen war, war schon vor langer Zeit gestorben. So kam es, dass seine guten Taten in Vergessenheit gerieten. Die Israeliten vermehrten sich und waren bald ein großes Volk. Das machte dem Herrscher von Ägypten, dem Pharao, Angst. Er dachte, wenn sich die Israeliten noch mehr vermehren, schließen sie sich vielleicht mit unseren Feinden zusammen und greifen uns an. Er gab ihnen harte Arbeit und unterdrückte sie als Sklaven, um sie klein zu halten. Doch das half nichts. Sie wurden weiterhin immer mehr. Da ordnete der Pharao an, alle neugeborenen Jungen töten zu lassen. Eine der israelitischen Frauen brachte in dieser Zeit einen Sohn zur Welt. Aus Angst vor den Ägyptern versteckte sie ihn eine Weile. Aber als das nicht mehr ging, überlegte sie sich einen Plan. Sie baute ein Körbchen, legte ihren Sohn hinein und ließ es den großen Fluss, den Nil, hinunterschwimmen. Sie hoffte, jemand außerhalb von Ägypten würde das Körbchen mit dem Baby finden und ihn großziehen. Das Körbchen trieb eine Weile im Nil. Da sah es die Tochter des Pharaos, die gerade im Nil baden wollte, und ließ es herausholen. Als sie sah, dass ein kleiner Junge darin war, wusste sie, dass es ein Kind der Israeliten sein musste. Sie brachte es nicht übers Herz, den kleinen Jungen auszuliefern, und entschloss sich, ihn als ihren eigenen Sohn großzuziehen. Sie gab ihm den Namen Mose, was bedeutet, aus dem Wasser gezogen. So kam es, dass Mose als Ägypter am Königshof aufwuchs, obwohl er eigentlich Israelit war.